Leute, wie geht's euch? Heute zeige ich euch, wie man Dreamgirl Clip-In Extensions anbringt. Ist wirklich super einfach und geht auch total schnell. Ist eine super Lösung, um schnell für Volumen und Länge im eigenen Haar zu sorgen. Ich verwende dafür zwei verschiedene Farben. Einmal Farbe 9 für den Ansatz und weil ich früher Strähnchen getragen habe, noch die gesprähte Variante in Farbe 9613. Sind alles Echthaare, das heißt, sie sehen super natürlich und gesund aus. Um anzufangen, teilt einfach eure eigenen Haare ab. Lasst eine kleine Reihe von Haaren ganz im Hinterkopf unten und steckt den Rest hoch. Einfach so. Dann wählt ihr eine Tresse aus, die eurer Haarform unten entspricht. Ich wähle dafür eine längere Version. Und um die Clips zu öffnen, drückt ihr einfach auf die Enden und sie gehen auf. Und auf die gleiche Weise schließt ihr sie auch wieder. Also öffnet alle. Und dann steckt ihr einfach die Clips in eure eigenen Haare, den Haaransatz, den ihr gerade gezogen habt, und sind wirklich sicher. Und ihr müsst keine Angst haben, dass sie rausfallen. Dann lasst ihr eure eigenen Haare runter und um fortzufahren, geht ihr einfach komplett am Kopf nach oben, bis auf euren Oberkopf. Und wir haben verschiedene Längen, das war jetzt mit 3 Clips. Es gibt auch eine Länge mit nur 2 Clips. Und einen mit nur einem Clip. Also kann man wirklich perfekt abgestimmt auf die Kopfhörer arbeiten. Ganz oben, weil ich einen Seitenscheitel trage, muss man darauf achten, dass man auf der Seite mehr Clips anbringt, um hier für mehr Volumen zu sorgen als auf dieser Seite, sodass es im Endeffekt natürlich aussieht. Okay, in einer Minute zeige ich euch das fertige Resultat und ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Hey Leute, so, das ist das fertige Resultat. Wie ihr sehen könnt, ist mein Haar jetzt total lang und hat ein tolles Volumen. Wenn ihr hier von hinten sehen könnt, sieht es total natürlich aus und fühlt sich außerdem super an. Nur als kurze Erinnerung, ich habe zwei verschiedene Farben verwendet. Einmal die dunklere Farbe, Farbe 9, vor allem für den Ansatz. Und dann die highlightete Version. Farbe 9 mit Farbe 613. Hauptsächlich für die Spitzen meiner Haare. Sind beide von der Marke Dreamgirl Hair Extensions in der goldenen Packung. Es war wirklich schnell, sie reinzumachen. Es hat vielleicht 10 Minuten gedauert und es war zudem ziemlich einfach. Und ich spüre die Clips eigentlich überhaupt nicht. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Jeder kann wirklich Clip-In-Extensions tragen. Dankeschön.